Wir wurden heute Morgen gegen 2 Uhr alarmiert zu einem Zimmerbrand in der Eggenbergstraße in Buddenheim. Gemeldet war Person vermisst. Als wir an die Einsatzstelle angekommen sind, wurde bereits von dem Sohn der Hausbesitzerin alle Personen aus dem Haus befreit. Im Haus befanden sich die Lebensgefährtin, der Sohn und die Mutter. Die Mutter hatte eine, so wie es ausschaut, eine schwere Rauchvergiftung, wurde ins Nachbarhaus verbracht und wurde gleich ärztlich versorgt. Aber so wie es ausschaut, kam jede Hilfe zu spät. Die Frau ist jetzt an ihren Verletzungen erlegen, ist verstorben. Als wir angekommen sind, blieb uns nur noch übrig, den Brand mittels Schnellangriffsschlauch und schweren Atemschutz zu löschen. Wir haben das Haus belüftet, mit Lüfter und rauchfrei gemacht, mit Wärmebildkamera nachgeschaut, Brandherde nachgesucht. Das Feuer ist soweit jetzt aus. Im Einsatz waren die Feuerwehren Guttenheim, Altendorf von Hirscheid. Ich denke, der Rauchmelder wäre die einzig vernünftige Lösung in so einem Fall. Es ist leider Gottes so, dass in diesem Haus, so wie es ausschaut, kein Rauchmelder war. Sonst wäre es wahrscheinlich nicht so weit gekommen.